Hallo und herzlich willkommen hier zur Immobilienmesse 2017 aus Dortmund bei Wirtschaft TV, der führenden Leitmesse der Immobilienbranche. Und bei mir vor Ort ist Thomas Knedel von Immopreneur.de. Herr Knedel, schön, dass Sie hier sind. Immopreneur, darunter kann man sich im Moment noch nicht allzu viel vorstellen. Vielleicht erzählen Sie uns als erstes mal, worum es dabei geht. Ja, auch erstmal besten Dank für die Einladung. Ja, Immopreneur.de ist ein Netzwerk, ist eine Plattform für Investoren, für angehende Investoren, ja, zusammenzukommen, unter Gleichgesinnten zu kommen. Es ist aber auch eine Lernplattform, also Videokurse beispielsweise zu machen oder auf einen Kongress zu kommen. Also das Treffen von Investoren untereinander, darum geht es. Und Immopreneur selbst bedeutet nichts anderes als Immobilienunternehmer, von Entrepreneur kommt das und Immobilie eben eine Wortkreation. Sie hatten jetzt den Begriff Investor benutzt, das hört sich sehr, sehr professionell an. An wen richtet sich denn Ihr Angebot? Auch an den Laien, also an den Anfänger? Ja, definitiv. Also wir haben mehrere Gruppen von Investoren um uns rum. Das sind die Vollprofis, die durchaus 500 Wohnungen im Bestand haben oder auch Gewerbeimmobilien machen. Aber auch derjenige, der eben anfängt, seine erste Eigentumswohnung zu kaufen. Und das große, breite sind dann Investoren, die schon angefangen haben zu investieren, die vielleicht 5 Wohnungen im Bestand haben und sich dann professionalisieren wollen. Das ist so ungefähr die Zielgruppe. Gehen wir ein bisschen mehr in die Tiefe, sprechen wir über die Angebote, die auf der Seite zu finden sind. Was bekommt der Kunde dort? Ja, das ist wirklich eine ganze Menge geworden. Man muss dazu wissen, wir arbeiten jetzt über 3 Jahre daran mit mehreren Kollegen. Das eine ist ein Online-Forum sozusagen, um sich zu treffen mit anderen Immobilieninvestoren. Das nächste sind Stammtische, das nächste ist ein großer Kongress, der einmal im Jahr stattfindet. Es sind Videokurse, wir haben eine Software für Investoren entwickelt. Ein Buch gibt es dazu, PDFs als Anleitung, Checklisten, Arbeitsmaterialien und ich denke, 2 Dinge habe ich vergessen. Aber diese Videokurse, da würde ich ganz gerne nochmal drüber sprechen. Was bekommt man dort? Das sind Anleitungen, wie starte ich überhaupt ein Investment, wie sondiere ich einen Standort, welche Standorte sind gut, wie finde ich überhaupt meine Strategie, Der Deutsche allgemein, der denkt sich, wenn ich investiere in Immobilien, da kaufe ich eine Immobilie und lasse sie liegen und vergesse sie. Aber man kann ganz verschiedene Strategien machen. Man kann Projekte aufteilen, man kann Handelsgeschäfte machen, man kann Immobilien renovieren, sanieren, voranbringen und dann vielleicht verkaufen oder vielleicht einfach aufwerten und liegen lassen. Also es gibt die unterschiedlichsten Dinge, die man machen kann. Sie hatten jetzt gerade schon den Kongress angesprochen. Der findet, glaube ich, der nächste im November dann wieder statt. Worum geht es dabei genau? Der Immobilienkongress, also der Immopreneur-Kongress, ist ein Kongress, wo Investoren, das ist jetzt der 2. Kongress, der am 18. und 19. November stattfindet, wo Investoren zusammenkommen zum Netzwerken, sich inspirieren lassen können von Fachvorträgen, aber auch von Vorträgen junger Investoren beispielsweise, in der Newcomer-Session nennen wir das. Wie haben die angefangen, was waren so die Stolpersteine, wo waren die Aha-Momente? Es wird dabei sein beispielsweise der Andreas Sell mal wieder, wie im letzten Jahr auch, der reichste Hausmeister Deutschlands. Er bringt immer sehr konkrete Projekte mit, wie man sehr günstige Mehrfamilienhäuser kauft und aufwertet aus schwierigen Situationen. Oder sind Banker da, sind Rechtsanwälte da. Wir machen Projektreviews, das bedeutet, der Teilnehmer kann mit einem konkreten Projekt kommen, einen Termin buchen mit jemandem und sein Projekt individuell durchsprechen, egal ob das ein Rechtsanwalt, ein Architekt ist oder ein Profi-Investor, der so global nochmal drüber guckt. Und das sind so die unterschiedlichsten Formate, die wir da haben. Lassen Sie uns vielleicht über den Semi-Profi sprechen, der also vielleicht schon einige Immobilien hat, der sich auch weiterhin für Immobilien natürlich interessiert, hier auf der Immobilienmesse 2017 in Dortmund ist. Was würden Sie diesem Typen mit auf den Weg geben zurzeit? Sich klar zu werden, also wir haben einen sehr, sehr spannenden Markt gerade. Das heißt, jeder sagt ja, die Immobilien sind so teuer und man findet nichts mehr. An Dealflow zu arbeiten und mehr um die Ecke zu denken. Das heißt, beispielsweise habe ich am Wochenende jetzt gerade einen sehr, sehr spannenden Deal in Frankfurt am Main bearbeitet. Ich hatte für diesen Deal genau 2,5 Tage Zeit. Das war so, da kann man nochmal die Augen hochziehen. Und dieser Deal war so spannend, der kam einfach völlig off-market auf mich zu und das kommt einfach mit gutem Netzwerk, mit der Zeit. Und das wäre nicht so eine Immobilie gewesen, die ich jetzt gekauft hätte und liegen gelassen hätte. Nein, da hätte man ein spannendes Aufwertungsprojekt draus gemacht und eventuell ein Handelsgeschäft oder
mittelfristig die Immobilie gehalten und noch weiter optimiert und dann wieder verkauft zum Beispiel. Also sprich, sich über die Strategie klar werden in dem heutigen Markt und auch seine Strategie an gewisse Standorte anzupassen. Anderer Fall, den ich habe, ist, wir weichen so ein bisschen aus zurzeit aus Frankfurt. Ich bin ja aus der Ecke Frankfurt, weil einfach eine Immobilie dort kaufen und Cashflow produzieren lassen, ist quasi nicht möglich, weil die Faktoren einfach so hoch sind. Also 20-fache, 25-fache, da bleibt einfach nichts übrig. Wir haben uns jetzt das Ruhrgebiet auf die Fahne geschrieben und da gewisse Standorte sondiert. Und ich war gerade heute beim Notar, den ersten größeren Deal gemacht. Und das heißt, sich den Standort zur eigenen Strategie zu suchen. Und dann gibt es Gelegenheit noch und nöcher, immer noch. Gibt es auch eine Strategie für den absoluten Laien, der also noch gar keine Immobilie hat, aber sich jetzt natürlich im Zuge des Immobilienbooms, den wir seit einiger Zeit in Deutschland auch erlebt haben, sich für eine Immobilie interessiert? Gibt es da auch eine Strategie oder was würden Sie diesem Anlegertyp oder diesem Käufer raten? Das ist jetzt sehr, sehr unterschiedlich. Also die Strategie, finde ich, die gibt es nicht. Das hängt so ein bisschen natürlich mit der persönlichen Situation zu. Also auf mich kommen Leute zu, die haben beispielsweise gerade ihr Unternehmen verkauft, haben relativ viel Geld auf der Kante liegen, sage ich mal, und wissen einfach nicht, was sie damit machen sollen. Und da kann man beispielsweise spannende Co-Investments machen. Dann gibt es junge Leute, die eben einfach am Anfang ihres Berufslebens stehen. Und denen rate ich dann immer, wenn du einen Immobiliendeal machen möchtest, bau eine gewisse finanzielle Reserve auf. Und oder tu dich mit Partnern zusammen, die vielleicht schon haben und unterstützt die beispielsweise. Das Investment sollte immer so groß sein, wie man sich das zutraut selbst eben zu machen. Es kann eine Eigentumswohnung sein, es kann aber auch schon ein kleines Mehrfamilienhaus sein, um damit eben einfach zu starten. Der Zug ist aber für den Privatkäufer, für den Laien noch nicht wirklich abgefahren. Das heißt, es gibt hier und da noch sehr, sehr gute Schnäppchen. Ja, es muss ja auch nicht immer das Ultraschnäppchen sein. Man muss die Fantasie haben, aus der Immobilie, die man so findet, das Schnäppchen zu machen. Durch Kreativität, durch eine andere Nutzung vielleicht oder durch eine besondere Strategie. Ich kenne junge Investoren, die haben von Anfang an kein Buy and Hold gemacht, also Immobilie kaufen, liegen lassen, vergessen, sondern Immobilie gekauft, aufgewertet, verkauft, nächste gekauft, aufgewertet, verkauft und so weiter. Und das sind ganz junge Kerle, die das mehr und mehr machen und die kaufen jetzt bald ganze Wohnanlagen auf. Innerhalb von 2 Jahren. Sie hatten gesagt, spannende Phase im Moment, auch was natürlich die Zinsen betrifft. Ihre persönliche Einschätzung vielleicht, wo geht es mit den Zinsen hin in den nächsten 1-2 Jahren? Kann ich nicht sagen, aber ich persönlich bin jetzt nicht der ängstliche Mensch, der jetzt sagt, okay, die Zinsen werden jetzt steigen, sondern ich gucke immer auf die Indikatoren. Es gibt Profis, die das noch viel besser können wie ich. Der Kurt Neuwirth ist ja hier auf der Messe. Ich horche immer in den Markt rein und es reicht, wenn... Also meine Philosophie ist, wenn sich was verändert an der Zinslandschaft, dann kann man ja reagieren. Das heißt, einfach entspannt an die Sache rangehen und immer Auge offen halten. Das ist meine Devise. Thomas Gnedl von immopreneur.de, danke für den Besuch hier am Stand. Danke für den Besuch bei uns. Und auch Ihnen, liebe Zuschauer, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen hier bei Wirtschaft TV. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.